Da klingelt es schon wieder bei mir. Max, bitte sofort Hilfe. Hallo Barbara. Hey, grüß dich. Es ist hier in einer Tour klingeln die Leute hier an. Ich komme kaum noch zum Abheben und wieder rangehen. Und das ist voll spannend gerade. Ja. Das glaube ich. So, lass mich kurz mein Equipment klar machen, dass ich dich auch wirklich sehe, dich auch, dass das alles gut ist und so weiter und so fort. So, haben wir es doch noch geschafft, miteinander zu kommunizieren. So. Bist du sportlich? Bei dir da hinten hängen so Sportgeräte und alles. Schon. Okay, cool. Also, Barbara, was darf ich für dich tun? Also ich habe mir im Jänner ein Inner-Conch stechen lassen. Ja, wo? Bei wem? Da bei mir. Nee, aber welches Studio? Irgendwo in Deutschland oder wo warst du? Nein, bei uns in Okay, Krems. passt. Gut. Ja, und das hat sich eben hinten, ich weiß nicht ganz, ob das jetzt entzündet ist oder ob das Wildfleisch ist. Aber es schaut eigentlich eher nach Wildfleisch aus, wenn ich es so beurteilen kann. Ja. Ist das das Erstpiercing noch? Es wirkt auch sehr eng. Ja, also die Piercerin hat gesagt, es ist schon sehr eng. Aber es geht Ja. noch und Also du warst noch mal wenn es halt da. ganz spät, dann soll ich es wechseln lassen und ja, also ich habe das auch erst seit gestern so wirklich, dass das so angeschwollen ist. Aber jetzt warst du noch mal bei dir irgendwann, oder wie? Nein, das ist jetzt zu. Aber wann hat sie gesagt, es wäre so eng? Nach dem Stechen, oder wie? Wann war das noch mal gestochen? Im Jänner. Mit dem engen Stab. Boah, da kannst du ja schon mal ein Kreuz machen, du, dass es nicht schon viel schlimmer geworden ist. Also, okay, weißt du, das ist immer so ein Thema für alle, die es auch sehen. Wenn natürlich, das ist schon so ein bisschen so die Ausrede für den Fall der Fälle, das wäre, hätte, wenn, ja. Also, wenn einer schon sagt nach dem Stechen, ja, das ist schon ein bisschen eng und so, wachsen, das ist so, da gehen mir die Ohren hoch, ja. Das ist wie wenn der Kellner die Suppe bringt und sagt, also, die schmeckt schon nach Salz, das ist schon klar, sie brauchen kein Salz mehr. Dann weißt du schon, opala, der Koch war verliebt, der hat da vielleicht ein bisschen zu viel reingemacht. Und der Kellner versucht dich schon langsam darauf vorzubereiten, dass du keinen Salzstreuer in die Hand nehmen sollst. Also, okay. Fakt ist, das Ding war zu eng. Ist zu eng, war zu eng. Du hast hinten auch eine Kugel. Ich bin ja kein Freund davon, von Straight Barbells mit zwei Kugeln bei Inner Conch, bei Conch, weil die Kugel einfach hinten drückt, beim Schlafen auch einen anderen Impact drauf auslöst und auch eine andere Hebelwirkung erzielt. Ich hätte dir da reingegeben, am liebsten eine Variante, sage ich dir kurz, ein 10 mm Labret. Ist ein Wildfleisch, das ist jetzt schon drauf, ist egal, wie vorher schon gezeigt. So, 10 mm, du hast da jetzt drin wahrscheinlich nur 8, also viel, viel kürzer. Und das ist zu eng. Das, was du drin hast, kriegen meine Kunden nach 3 Monaten rein, wenn alles tipptopp verheilt ist. Nur da. So, Wildfleisch hast du auch bekommen, klar, weil ich vermute dort, auch, dass hier nicht immer Titan verwendet wird. Ja? Schöne Zähne hast du übrigens. Ja? Machst mir fast Konkurrenz. Ja, da machst du Konkurrenz, du. Ja? Warte kurz. Ey, cool. Jetzt ist schön. Hat gerade eine Kundin geschrieben, dass ich geskypt habe. Die hat gerade Erfolg gehabt mit dem, was ich ihr gesagt habe. Hat mir gerade geschrieben. Jetzt müssen wir da handeln. Du brauchst jetzt, auf jeden Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist Piercing entfernen, sage ich immer, das kann man immer machen. Das Piercing entfernen heißt aufschrauben, auch das ist ein bisschen eine Challenge. Vielleicht hast du jemanden zu Hause, der das aufschraubt und entfernt und damit Brontolin Spray and Gel behandeln, damit sich das nicht weiter entzündet. Möglichkeit zwei, du bestellst dir jetzt oder hast es schon bestellt von uns das Anti-Wildfleisch-Disc-Set. Da sind die Labrets dabei lang genug, die Discs und für vorne hinten. Ich würde auch vorne hinten machen, weil die Chance, dass vorne noch was kommt, ist da. Und wenn du jetzt einmal wechselst, dann machst du gleich einmal komplett, weil du hast dann 100%. Warum nur 50%? Ja, also dann gleich alles machen und mit Brontolin Spray and Gel behandeln. Wolltest du einen Ring tragen später da? Ja, schon. Darf ich nochmal sehen, ob wir so ein bisschen näher kommen? Stopp. Ja, es soll sich ausgehen. Also, ich würde der Sache eine Chance geben, es zu retten. Weil es jetzt nicht so schlimm entzündet, das Wildfleisch ist auch noch in einem gewissen Maß, du scheinst auch einen sehr hartnäckigen Körper zu haben mit guter Immunabwehr, sonst wärst du schon mit dem Ding schon lange in Teufels Küche gekommen.
Weil von der Zeit bis jetzt mit dem kurzen Stab, da hättest du dich normalerweise schon, also andere Kunden hättest du schon nach einer Woche aufgestellt. Die hätten so ein Ohr gehabt, wirklich. Gibt es diese Fälle mit dem Ringerohr, wo du mit manchen Videos kennst von mir, wo die Ohren dreimal so dick werden. Das ist genauso ein Fall, wie sowas entstehen kann. So eine schöne Otitis. Und da bist du jetzt ganz gut durchgeschlittert. Ich glaube, das bleibt auch so. Deswegen würde ich jetzt fast probieren, an die Wildfleisch-Set zu nehmen, raufzutun. Hast du jemanden, der dir hilft beim Wechseln, beim Aufschrauben? Ja, schon. Ich weiß noch nicht ganz, wie man das überhaupt aufmacht. Das ist mein einziges Piercing. Einfach also, eine Zange du hast, aufschrauben, irgendwie. Pass auf, zwei Möglichkeiten. Du hast einen Straight Barbel, wo vorne hinten eine Kugel ist. Das ist in dem Fall der einzige Vorteil an dem Schmuck. Warum ist es ein Vorteil? Weil du vorne hinten eine Kugel hast, das heißt, du kannst von beiden Seiten aufdrehen. Das heißt, du hältst im Endeffekt vorne und hinten fest und drehst einfach vorne und hinten einfach auf. Ja, nach links zu, nach rechts zu, nach links auf. Also im Endeffekt nach links drehen. Wenn du es nicht weißt, nimm eine Sprudelflasche, halt sie dir wirklich so ans Ohr kurz in die Leere, dann weißt du genau, ah ja, genau so rum drehst du auf, dann weiß man das sofort. Weil oft weiß man es nicht und dann drehen die Leute in die falsche Richtung und dann wundern sie sich und dann drehen sie noch stärker und noch stärker. Aber wenn du das mit einem Freund, Freundin machst, mit der Mama, normal kann man das nicht falsch machen. Die Kugeln sind sehr rutschig mit dem Hautfett. Ich empfehle dir, nimm eine Küchenrolle, reiß dir zwei kleine Fitzel runter, so fingernagelgroß, leg die über die Kugeln vorne und hinten und dann drehst du es quasi auf. Weil diese Kugeln, die mit der Küchenrolle, wenn man die Küchenrolle ein bisschen feucht sogar macht mit Brontolin, dann bleiben die ein bisschen kleben, dann hat man ein bisschen eine bessere Hebelwirkung, kann das sehr gut aufschrauben. Möglichkeit 2, mit einer kleinen Zange irgendwo festhalten, wobei es ist sehr eng, da wirst du kaum dazwischen kommen. Und Möglichkeit 3 wäre wirklich, es weg aufzuschneiden mit dem Seitenschneider. Aber das ist eher riskant. Und wenn, müsstest du es hinten schneiden. Ich denke, es geht auf mit der Küchenrolle. Vorne, hinten festhalten. Oder Handschuh, einmal Handschuh. So Gummihandschuhe, wie ich habe, haben auch einen sehr guten Grip. Dann geht das eigentlich ganz gut auf. Okay. Wenn das Gefühl ist, dass gar nicht aufgeht, kurz heiß duschen gehen. Schön mit heißem Wasser mal abspülen. Dadurch löst du vielleicht auch Verklebungen vom Haarspray, von Conditioner-Resten. Und dann geht es meistens ganz gut auf. Solltest du dann eher das 10 mm lange? Unbedingt, angeben? Unbedingt. Also 8 mm kannst du vergessen. Du brauchst auf jeden Fall 10 mm jetzt am Anfang deiner Situation. Und kannst dann, wenn sich das 6 Wochen lang trägst du mir das, mit der Disc vorne hinten, sprühst jeden Tag Brontolin Spray und Gel. Und dann kannst du, wenn alles gut ist, wieder auf einen kürzeren Stab wechseln und dann erst auf den Ring. Also den Ring können wir nicht sofort reinfordern am Ende dieser Geschichte. Der Ring braucht Zeit. Ja. Aber das wäre ein gangbarer Weg. Ich schicke dir gleich mal den Link zu dem Set nochmal, dass du es hast, wenn du magst. Wenn du es bestellst. Okay, perfekt, super. Dann ist eh gut. Und dann sollte das kommen und dann mach das rein. Okay. Und wirklich vorher, Hände waschen, desinfizieren, sprühe mit Brontolin kurz ein, sprühe dein Ohr kurz ein und dann erst startest du. Wenn auch alles da liegt, die Discs liegen da desinfiziert, du schiebst die eine Disc schon auf das Labrett hinten drauf, dass die schon drauf ist hinten. Dann, weil oft machst du das Labrett, dann denkst du, scheiße, habe ich die Disc vergessen. Da musst du es wieder raus tun, dann geht es vielleicht beim zweiten Mal nicht mehr gut rein, weil du es schon ein bisschen verletzt hast. Also das muss vorbereitet sein, Disc hinten drauf, vorne das Teil aufschrauben, Kugel weglegen, Kugel beiseite legen, so startest du und dann kommt es einfach von hinten rein, wird zugeschraubt und fertig. Mhm. Okay? Okay, ja. Das schaffst du schon, bin ich mir sicher. Ja, wird schon gehen. Gut, wenn noch irgendwas ist, melde dich via Skype auch gerne mal. Ich hoffe, dass es geholfen hat oder hilft. Und dass das Wildfleisch dann auch weggeht. Und dann kannst du auch gerne, wenn alles wieder normal ist, zu mir kommen, dann gucke ich es mir an und wechsle es dir vielleicht auch gerne aus auf den Ring später dann und so weiter. Mhm. Okay? Okay. Passt. Dankeschön. Noch Fragen? Passt. Nein, keine Fragen. Dann danke ich dir fürs Filmen lassen, danke dir fürs Anrufen bei uns. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund, meine Liebe. Tschüss, Baba, Baba. Ciao. Alles, ciao, ciao. Baba. So. Das war die Liebe. Oder Barbara, weiß ich, was ihr lieber ist. So, und die Olivia hat mir gerade geschrieben von gerade eben dem Video, hey cool, dass es raus ist, sehr, sehr gut. Jo, ist Spaß, krass, wie schief das ist. Werde ich dann nochmal zeigen, werde ich gleich nochmal nachfilmen bei der Olivia, wie das aussieht. Dann hängen wir noch was dran, ein kurzes Video zum Schauen, wie das aus war. So, das war Max, bis zur Forthilfe. Ich glaube, so langsam sind wir durch für heute. Hey Christian, danke. Alte Hütte. Ja? Ich skype hier mit Kunden, um denen zu helfen, und ja, mit Rat und Tat auch in Corona-Zeiten beiseite zu sein. Christian, ein guter Freund von mir aus Kärnten, hat eine ganz tolle Bar da unten. Ja, so, Barbara haben wir auch erledigt. Gucken wir mal auf meine Corona-Liste, die ich heute noch abzuhaken habe.
So, sind wir eigentlich schon sehr weit, würde ich sagen. Jo, also in diesem Sinne euch danke fürs Zuschauen, YouTube. Danke Facebook, dass ihr noch zuschaut. Auch hier habt ihr die Facebook Live-Zuschauer im Hintergrund und ich mache mal Stopp und die nächste kann rein. Das war Marks PC Soforthilfe mit der Barbara und ihrem Innerconch mit Wildfleisch, falscher Schmuck, falsche Länge. Ja, alles falsch, aber wir kriegen es in den Griff. Tschüss, Papa.